Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Hast du deine Arbeit erledigt? Ja, danke für deine harte Arbeit. Ja, schauen wir uns das Ergebnis an. Anzahl der ausgelieferten Erdbeeren beträgt 3. Hey, das sind ja alle. Hey, das war wirklich ausgezeichnet. Beeindruckend. Du musst müde sein. Geh und ruh dich ein wenig aus. Okay. Gute Nacht. Gutsnächtle. Oh! Oh, die Musik. Oh, wir kriegen Besuch. Sie macht übrigens einen Deutsch-Schnellkurs, wollte ich nur mal gesagt haben. Damit sie mit uns kommunizieren kann. Sie macht deswegen einen Deutsch-Schnellkurs. In ein paar Tagen, wo ich jetzt hier auf der Insel bin, schaut, seht ihr das? Sie kann einzelne Wörter schon. Sie kann einzelne Wörter und sogar so ein schwieriges Wort wie Erntegöttin kann sie schon. Das ist ein Naturtalent. Wie hören, dass die Erntegöttin mein bitte Hill. Ist klar, dass sie das Wort bitte schon kann. Ich meine, damit ist sie immer auf der Straße und bettelt nach Geld. Bitte, bitte. Eine schöne Erntegöttin. Wie ich finde. So, dann speichern wir mal wieder. Keine Angst, meine Freunde, keine Angst, meine Freunde. Das Tutorial ist fast geschafft. Es ist gleich geschafft. Hallo, guten Morgen. Ich wollte übrigens angemerkt haben, es ist jetzt der vierte Tag. Das bedeutet, es ist der dritte Tag, an dem wir jetzt hier sind. Hier auf der Farm. Auf der Soufflé-Farm. Das ist der dritte Tag. Bedenkt das. Hm? Was ist los? Du siehst nicht sehr fröhlich aus. Ich träume immer so von einer wunderschönen Dame mit langem Haar und mit Flügeln. Mit langem Haar. Hm, ein merkwürdiger Traum. Hat sie wie eine Art Göttin ausgesehen? Hm. Na, was? Oh, jetzt knallt aber der Stoff von heute Morgen. War sie vielleicht wie... Nein, 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 das kann nicht sein. Unmöglich. Hm. Na, aber vergessen wir jetzt erstmal den Traumspike. Dein Haus ist fertig. Wir sind am dritten Tag hier. Die haben innerhalb von 3 Tagen ein Haus gebaut. Eigentlich ja in 2 Tagen, weil es ist jetzt gerade erst der dritte Tag. Anfang der dritte Tag. Also eigentlich in 2 Tagen, in 2 kompletten Arbeitstagen, haben die ein Haus gebaut. Das ist gute Arbeit. Und es kostet keine Miete. Es ist sogar möbliert. Und noch dazu gilt ein mega Sonderangebot. Du kannst zwischen 3 Orten auswählen, an denen du wohnen möchtest. Sag uns einfach, wohin wir das Haus stellen sollen. Als ob das so eine Urne wäre, weißt? Als ob das Haus so eine Urne wäre. Schon, die Urne ist fertig. Wo stellen wir sie denn jetzt hin? Wir stellen sie dahin. Wie stellen die sich das vor? Haben die das Haus jetzt komplett gebaut, auf dem Sattelschlepper hinten drauf und kommen jetzt mit einem fetten Kran daher und stellen dir das dann genau dahin, wenn du sagst, du willst es da haben? Und wie macht ihr das dann mit einem Keller? Gutes Haus hat keinen Keller, aber... Ist euer Erdboden alles so perfekt? Habt ihr schon mal was von einem Fundament gehört? Welchen Ort wählst du? Küstenareal, Stadtareal, Hügelareal? Es gibt 3 verschiedene Areale.
Der Unterschied ist ganz einfach, das Küstenareal ist relativ nah am Wasser. Bedeutet, das ist gut, wenn man viel angeln will. Das ist relativ nah am Meer, da fällst du einmal um und kannst angeln. Stadtareal ist sehr nah an der Stadt. Das bedeutet, du fällst einmal um, bist in der Stadt und kannst gleich alle möglichen Sachen kaufen. Hügelareal ist relativ nah an der Mine. Bedeutet, du kannst sehr schnell in den Wald und kannst da Sachen sammeln und kannst auch sehr schnell in die Mine und kannst da Sachen sammeln. Alles Vor- und Nachteile, natürlich klar. Das, was man aber unbedingt bedenken muss, das zählt eigentlich nur für den Anfang. Ihr könnt alle drei Areale haben. Und das werden wir auch. Es zählt für euch jetzt tatsächlich einfach nur, wie ist es für euch angenehmer zum Spielen. Wollt ihr näher an der Stadt sein? Wollt ihr näher am Meer sein? Oder wollt ihr näher am Wald sein? Ich persönlich mag es, wenn ich lieber an der Stadt bin. Waffelstadt liegt nur einen Steinwurf entfernt. Ein rundum perfekter Ort. Absolut empfehlenswert. Ist ein guter Ort. Ah, ja, eine gute Wahl. Ich werde sofort alles in die Wege leiten. Das klingt so, als ob der jetzt irgendwie gegen Fettporzellan gelaufen wäre, alles kaputt wäre. So, oh, weg, oh nein, oh, Entschuldigung. Ja, ist das nicht toll? Das heißt also, du wirst hier ausziehen. Oh nein, ich bin gar nicht traurig. Aber bevor ich gehe, danke, dass ich wohnen durfte, kann ich noch eine Nacht bleiben. Ich komme dich besuchen. Abends, wenn alle schlafen, komme ich dich besuchen. Oh ja. Aber danke, dass ich wohnen durfte. Ach, wir haben dich sehr gerne aufgenommen. Wirst ein guter Nachbar sein, Spike. Komm ruhig irgendwann wieder und hilf uns. Wir bleiben in Kontakt. WhatsApp. Hier hast du Handynummer von mir. Wunderbar. Hey! Ah, fast hätte ich's vergessen. Warte Augenblick. Ich hab dich für deine 2 Arbeitstage nicht bezahlt. Hier, nimm das. Oh, man kriegt tatsächlich mehr Geld, wenn man schneller arbeitet. Aber auch nur 40G mehr. Aber immerhin, ein bisschen mehr Geld. Und hier ist noch eine Kleinigkeit von uns, als Zeichen unserer Wertschätzung. Bau es auf deiner Farm an. Kartoffel, yes! Mein Mann würde es nie zugeben, aber er war sehr glücklich darüber, dass du da warst. Du erinnerst ihn an unseren Sohn, der in die Großstadt gezogen ist. Gut, komm wieder, wann immer du möchtest. Ich glaube, der Sohn von denen heißt Gorbatschow. Ich mag die Musik, die spielt. Jetzt merkt man übrigens wieder, wie intelligent die Leute hier sind. Hier, ich rede mit Clemens. Was ist los, Vollpitz? Ey, stör mich nicht, weißt du? Okay, ich gehe ja schon. Hey, Fliegengewicht. Jetzt redet er auf einmal doch mit mir. Hier ist nichts Besonderes, aber ich möchte dir schenken. Yes! Eine Hacke! Und denk dran, überarbeite dich nicht. Wirst die Ranch sicherlich gut führen. Also dann, bis bald. Das Tutorial ist übrigens total nutzlos und total sinnlos. Hey, Spike! Danke, dass du gewartet hast. Dein Haus ist fertig, komm mit, ich zeige es dir. Alter, das sind aber auch Express-Anfertigungen hier. Das ist ja Wahnsinn. Karamellflussbezirk. Das habe ich mir größer vorgestellt.
Voila! Hier ist dein Haus in Stadtnähe, wie du es gewünscht hast. Ich hätte es mir größer vorgestellt, aber... Aber... Man muss unbedingt eins bedenken. Das Haus hat ein Dach. Und kein Loch. Das Haus ist intakt. Das muss man unbedingt dazu... Das muss man unbedingt dazu sagen. Das bringt mich jetzt zu folgender Theorie. Das Spiel ist ja der Vorgänger von deiner Tierparade. Und in deine Tierparade bekommt man ja dieses schreckliche Haus, das halb kaputt ist. So, deswegen ist meine Theorie, dass der Typ, den wir jetzt spielen, der Russe ist, der die Farm zerstört hat und überall alle Menschen niedergeschossen hat und die Molotow-Cocktails geschmissen hat. Weil er wohnt jetzt in dem Haus. Und er hat das Haus so verunstaltet und so in die Luft gesprengt, dass jetzt ein anderer drin wohnt. Das ist meine Theorie dazu. Und du hast Haus bekommen. Und besitzt dein eigenes Land, den du Pflanzen anbauen kannst. Er macht jetzt übrigens die ganzen Bewegungen nach. Wartet mal ab. Es wird gleich gesagt, dass wir die große Liebe finden werden. Schaut nach, was er dann für die Bewegung macht. Kannst sogar Tiere halten. Ja, ja, oh ja. Da kann es jeder überall hingehen. Yes. Jo, und vielleicht ist da draußen sogar die Liebe meines Lebens. Ich bin doch so schüchtern. In einem Bücherregal steht das Buch über Möbel. Es ist ein Geschenk von mir. Lies es doch einfach mal durch. Es ist sehr hilfreich. Du erfährst da drin alles über... Ah, du bewunderst also gerade dein neues Heim. Es ist wirklich sehr schön. Gut, ich sollte wieder in die Arbeit gehen. Doch eines noch. Dieser Traum mit der Dame, von dem du erzählt hast. Denk nicht so viel drüber nach. Konzentrier dich einfach auf dein neues Leben hier auf der Insel. Okay. Oh, die Musik, oh, diese Musik. Es ist so eine schöne Musik. Und gibt der Ranch einen Namen. Ja, meine Mutter hat die Ranch immer Schein genannt, so wie es einfach vorgegeben war. Weil sowas wie Lon Lon kennt sie natürlich nicht. Meine Mutter spielt kein Zelda. Diesen Namen verwenden, oh yeah. Okay. So, es ist 12 Uhr. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir können nämlich gleich mal unsere Kartoffeln aussehen. Und es macht euch auf was gefasst. Das Tutorial ist übrigens vorbei jetzt. Es macht euch auf was gefasst. Das hier ist alles, was wir zur Verfügung haben. So. Nein, halt. Wir nehmen die Hacke. Zack. Und jetzt schaut mal, wie viel die Hacke verbraucht. Wie viel Energie. Und ich muss so viel hacken. Zack. 6 Felder. Oh, das sind sogar relativ gute Felder. Seht ihr das? Man sät automatisch 6 Felder aus. Und das wird im Tutorial nicht erklärt. So, Gießkanne. So, erstmal alles gießen. Ihr seht es, was mich das an Energie kostet. So. Jetzt will ich einfach noch ein bisschen Unkraut rausreißen. Das kostet halt jetzt richtig Energie. Das kostet jetzt halt richtig Energie. Einmal kann ich noch rausreißen. So, ich will jetzt keins mehr rausreißen. Seht ihr das, wie kaputt ich bin? Ich will nicht nochmal eins rausreißen, weil ich habe Angst, dass er dann ohnmächtig wird. Und nein, muss nicht sein. Geh mal schlafen. Hey. Ja, gute Nacht. Dieses Skin.
Wir haben ganze 0G verdient. Yes! Let's go! Let's go! So, kurzer Zwischenspeicher. Und jetzt schaue ich natürlich mal meine Aufnahme nach, ob jetzt alles so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle einfach wieder. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Harvest Moon, Baum der Stille für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.